Hallo zusammen, ich habe wieder mal einen Weco-Kühlschrank und zwar einen CR80 bekommen von einem Kunden. Er kühlt nicht. Erstens, die Kabel, die hier dran sind, gut, das funktioniert schon länger. Der Kompressor läuft. Wir hören, dass dieser Kompressor läuft, also ich höre es. Ich kann auch mit diesem Schraubenzieher hier hingehen auf den Kompressor und hier hören, ob er innen drin läuft. Wenn er läuft, dann ist meistens die Kühlmaschine in Ordnung. Also ich sage mal, wir reden dann noch über 0,000 Promille, dass es nicht die Kühlmaschine sein kann. Wir haben hier oben keinen Messanschluss. Hier oben wurde diese Leitung, bei unseren Geräten haben wir so einen Messanschluss hier. Und hier ist kein Messanschluss, das heißt, ich muss den also einlöten, also auslöten, so einen Messanschluss montieren oder einstechen, gibt es auch noch die Möglichkeit. Nur, ich werde nicht schlauer, weil wenn ich hier das Rohr rausnehme, dann ist das Kältemittel sowieso weg. Ich spüre das schon vom Gefühl her, 50 Jahre auf Kältetechnik, dass hier zu wenig Kältemittel drin ist. Weil diese Leitung, die hier rauskommt vom Kompressor, hier in diesen Wärmetauscher, die hat keinen Druck mehr. Die hat keine Temperatur mehr, durch das habe ich kein Kältemittel drin. Wir haben auch das Problem, dass diese Dometic oder Weco Kühlschränke im Verdampfer drin ein Leck haben, dass sie durchoxidieren. Es ist auch so, dieser Kühlschrank ist von 2011. Wie findet man das raus? Diese Kühlschränke haben hier eine Nummer. 2011, der ist jetzt 11 Jahre alt. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist noch nicht Sommerzeit. Und während der Sommerzeit schauen wir so Teile nicht mal mehr an. Keine Dometic anschauen, weil hier ist ein Leck. Geht nicht. Ich mache euch hier oben einen Link zu einem Video, was ich gemacht habe, wo ich das hier aufgetrennt habe. Lohnt sich absolut nicht. Keine Chance zum Reparieren. Also hier gibt es nur eines. Großzügig entsorgen. Sauber putzen und dann entsorgen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich mache hier oben ein Video, zwar vom kleineren Modell, aber die sind alle gleich aufgebaut. Und hier oben mache ich euch ein Video über diese Stromversorgung hier, wo ich jetzt hier diesen Kühlschrank laufen habe. Hier unten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Juppai di und juppai da, juppai di und tralala, Zummer zit isch wieder da, juppai di hai da.